dich einen schönen Tag in die Runde und nach Berlin. Wir haben eine Präsentation vorbereitet und da ist sie auch schon im Bilde. Vielleicht kurz eingangs ein paar Worte zu den Württembergischen Staatstheatern als Betrieb. Wir sind ein relativ größerer Kulturbetrieb mit zwei großen Spielstätten, dem Kleinen Haus und dem Großen Haus in Stuttgart, sind eine staatliche Einrichtung, haben 1400 und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Jahresbudget von etwa 120 Millionen Euro. Wir haben rund eine 500.000 Besucherinnen und Besucher an unseren Spielstätten in ungefähr 1000 Aufführungen, die wir in jeder Spielzeit hier in Stuttgart an den verschiedenen größeren und kleineren Spielstätten geben. Das ist als Hintergrundinformation, glaube ich, ganz wichtig zur Einordnung auch unserer IT-Landschaft und unserer Bemühungen, die wir in den letzten Jahren hier in Stuttgart entwickelt haben. Zur Ausgangslage unserer IT-Landschaft wäre zu berichten, dass wir aktuell etwa 800 IT-Nutzer haben. Davon sind ungefähr 600 physische Computer, also Arbeitsplätze, die aber eben teilweise von mehreren Personen genutzt werden. Dazu gehören 50 Server, einschließlich der physischen Server und natürlich eine unglaubliche differenzierte Landschaft an Anwendungen in den einzelnen Fachbereichen. Wenn wir jetzt mal die Bühnentechnik außen vor lassen, die hat bei uns ein eigenes Netzwerk, die ist nicht betroffen gewesen, die läuft separat, hat auch andere Kontakte nach außen. Wir sprechen also hier letzten Endes von allen anderen Anwendungen. Dann kommt der Kartenverkauf als große Plattform mit den sensiblen Kundendaten. Unser ERP-System, also das Enterprise Resource Planning System, dahinter steckt das Controlling. Dahinter steckt die Finanzbuchhaltung. Wir werden später nochmal auf dieses Tool zurückkommen. Die Theaterdisposition, Räume, Proben, Menschen in den Werkstätten, CAD-Anwendungen, die Verwaltung im Fundus der Kostüme, Lohnabrechnung für Gäste, die wir hier im Hause selber durchführen. Die Lohnbuchhaltung für die Beschäftigten der Württembergischen Staatstheater erfolgt über eine staatliche Einrichtung. Zeiterfassung, Grafik, Internet, die Gebäudesicherheit, die Kommunikation, alles das sind Anwendungen, die bei uns in unserem Netzwerk gebündelt sind. Wir haben eine IT-Abteilung mit 4,5 Vollzeitäquivalenten, haben externe Unterstützung durch ein Rechenwerk, ein Rechenzentrum beziehungsweise auch durch Dienstleister, spezialisierte Dienstleister, die für uns arbeiten. Die Anbindung, die wir haben, erfolgt in zwei Richtungen. Einmal an das Landesbehördennetz in Baden-Württemberg für die Personalverwaltung und Gehaltszahlungen. Das ist ein separater Strang, der mit den anderen Anwendungen nicht verbunden ist, also unser Zugang in das geschlossene Landesnetz in Baden-Württemberg. Das andere, und das ist der Zugang in die Welt für alle anderen Anwendungen, die ich gerade oben erwähnt habe, ist das Wissenschaftsnetz des Landes Baden-Württemberg, der Universitäten in Baden-Württemberg. Wir sind also hier mit der Universität in Stuttgart in Kontakt und gehen dort in das sogenannte Wellen. IT-Sicherheit. Ich habe gerade mit großem Interesse gelauscht, was der Professor Dr. Dörr berichtet hat. Ich kann Ihnen sagen, Sie können das alles gemacht haben und wir haben das alles gemacht und es hilft Ihnen am Ende, wenn die Konstellation eine pervertierte ist, eine unglückliche, eine zufällige ist, dann hilft es Ihnen auch nichts. Also wir haben hier BSI-Grundschutz praktiziert. Wir haben uns regelmäßig Penetrationstests durch externe Dienstleistern unterzogen und am Ende hat es in unserer Situation doch nicht geholfen. März 2019, letztes Jahr war die Krise bei uns IT, dieses Jahr heißt sie Corona. Wir sind sozusagen schon vorbereitet gewesen auf das, was in diesem Jahr auf uns zukam, sind eigentlich jetzt seit anderthalb Jahren permanent als Theaterbetrieb im Stress- und Krisenmodus. In einer Direktionsrunde hier im Büro plötzlich taucht unser Leiter der IT hier auf, er müsse mich dringend sprechen. Es ging mir etwas vor im Netz seit der Nacht. Sie wissen nicht genau, was los ist. Sie haben jetzt alle Systeme heruntergefahren. Das war der Einstieg.
Ich wusste in dem Moment, wahrscheinlich werden wir nicht mehr den Nobelpreis für IT-Sicherheit gewinnen, aber wir müssen jetzt umschalten in den Krisenmodus und wir müssen jetzt diese Krise bewältigen. Es ging zunächst einmal darum festzustellen, was überhaupt alles geschehen war im Haus. Und das war gar nicht so einfach, diese verschiedenen Sachlagenbeschreibungen zuerst einmal zu ermitteln. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Systeme heruntergefahren. Wir sind mit einer Malware traktiert worden, die unsere Datenbestände verschlüsselt hat. Am Ende waren ein Drittel unserer Daten noch frei, zwei Drittel unserer Daten waren verschlüsselt. Das ist natürlich jetzt nicht das Einzige, der Blick auf den Datenbestand und auf das Netzwerk, sondern auch auf die Auswirkungen für den Betrieb und nach außen hin. Wir haben Meldepflichten, gesetzliche Meldepflichten, was den Datenschutz betrifft. Wir mussten uns externe Unterstützung heranholen, weil wir für solche Fälle natürlich innerhalb des Hauses kein Know-how und keine Ressourcen in dem Spezialisierungsgrad vorgehalten haben, wie es für eine solche Krisensituation notwendig wäre. Wir mussten relativ schnell die Kommunikation nach innen und außen zu den Stakeholdern sicherstellen, aber auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als habe es vor E-Mail, Word und Excel keine Theaterarbeit gegeben. So kamen die Kolleginnen und Kollegen auf uns zu. Was sollen wir tun? Wir können nicht arbeiten, die Computer funktionieren nicht. Wir mussten einen Krisenstab mit den relevanten Personen etablieren hier, um die nächsten Tage dann zu bestehen. Und es ging natürlich auch darum, mitten im Laufe einer Spielzeit mit einem Spielplan und disponierten Aufführungen, Publikumsverkehr nach außen, auch einen Notbetrieb zu organisieren und dann zu schauen, wie können wir den Wiederbetrieb organisieren und priorisieren. Ich gehe durch die einzelnen Schritte mal ganz kursorisch hindurch. Wir haben die Polizei ermittelt, die Polizei eingeschaltet. Wir haben die entsprechenden Personen in den Ministerien, den CISO des Landes BMW, der LB Baden-Württemberg ist hier angesiedelt im Innenministerium, informiert. Wir haben CERT der Uni Stuttgart, das ist der Zugang ins Internet für uns, informiert, aber auch natürlich BitBW, das ist die Landesbehörde in Baden-Württemberg, die für das Landesnetz zuständig ist. Vielleicht kurz by the way, das CERT BitBW Baden-Württemberg in der Landesverwaltung hat sich zunächst einmal für unzuständig erklärt, was uns betrifft und unsere Betreuung, hat sich dahingehend geäußert, wir seien doch irgendwo bei der Stadt Stuttgart angemeldet gewesen und würden von dort gehostet und im Übrigen hat man uns vom Netz abgeklemmt, also sprich die Verbindung abgeklemmt, um Lohnbuchhaltung und Personalsachbearbeitung mit der entsprechenden Stelle durchführen zu können. Daraufhin war vom CERT BitBW die nächsten Tage nichts mehr zu vernehmen, also ein totaler Ausfall. Wir haben dann mündlich relativ schnell die Datensituation dem Beauftragten für Datenschutz im Land übermittelt und haben uns dann ans Telefon gesetzt und geschaut, wo bekommen wir die entsprechenden Experten her. Die hatten wir hier in der Nähe aus Tübingen und aus Karlsruhe, die auch schon bei größeren Einsätzen dabei gewesen sind und die konnten uns relativ gut beraten. Der Krisenstab war ab dem Tag danach eingerichtet. Wir haben zweimal täglich getagt im Krisenstab, auch in einem geschützten Raum, nicht bei hier im Büro, sondern wir sind in einen Container gegangen, haben die Fenster verhängt und konnten dort tatsächlich in Ruhe überlegen, wie gehen wir jetzt in den nächsten Schritten vor. Wir haben visualisiert, wir haben protokolliert und wir haben auch von dort die Kommunikation mit der Polizei aufrecht erhalten. Wir haben zunächst einmal geschaut, welche unserer Prozesse müssen wir weiter aufrechterhalten. Wir haben die priorisiert, Planungsprozesse, Verkaufsprozesse. Auch die forensische Arbeit wurde zu dem Zeitpunkt schon eingeleitet. Wir mussten natürlich herausfinden, welcher Schaden ist im Hause entstanden. Aufgrund der Angriffssituation, des Angriffsszenarios war relativ schnell klar, es ging nicht darum, Daten abfließen zu lassen, also keine Situation des Datenklaus, sondern es ging darum, Daten zu verschlüsseln, um sie für uns, für den Anwender, unbrauchbar zu machen. Der interne Kommunikationsweg
über die üblichen Wege war natürlich unterbrochen. Wir mussten Wege und Möglichkeiten finden, wieder analog miteinander zu kommunizieren. Wir haben also Besprechungen eingeführt, wir haben Besprechungen analog durchgeführt, per Aussagen, teilweise eben auch durch Mitarbeiterinformationsgespräche. Wir sind durch die einzelnen Abteilungen gegangen, haben vor Ort Gespräche durchgeführt, einfach um diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis zu 800, die ansonsten mit IT arbeiten, zu informieren und auch diejenigen zu informieren, die an ihrer Arbeit gehindert waren, weil sie eben auf entsprechende Zuarbeiten anderer Bereiche angewiesen gewesen sind. Das Schöne war in der Situation, dass die Krise im Haus einen Spirit freigesetzt hat. Wir verfügen anscheinend als Theaterschaffende über eine erstaunliche Resilienz. Wer sich in der Endphase einer Probenwoche befindet, hin auf den Weg zur Premiere, der ist stressresistent und der kann auch mit einer solchen Angriffssituation gut umgehen. Also es war im Nachgang betrachtet eine sehr den Zusammenhalt im Hause noch einmal bestätigende und auch verstärkende Erfahrung. Im Zentrum steht natürlich die IT-Abteilung, die haben wir abgeschirmt, die mussten wir schützen. Es kann nicht sein, dass 800 Anwender ständig bei der IT-Abteilung anrufen, die haben in dem Moment andere Sorgen. Wir haben auch Kapazitäten zusätzlich kurzfristig in das Haus hineingebracht, einfach um hier ein ruhiges Arbeiten mit den Experten sicherstellen zu können. Es hat sich bei uns herausgestellt, dass keine Daten abgeflossen sind. Ich hatte das angesprochen. Es war insofern vor allen Dingen wichtig, die Frage nach den Kronjuwelen taucht ja vorhin schon auf. Was sind unsere Kronjuwelen? Das sind natürlich Daten, Mitarbeiterdaten und es sind Kundendaten. Kundendaten, das sind nicht nur Anschriften, das sind Bankverbindungen, das sind Kreditkarten. Nummern, all das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn diese Daten nach außen gegangen wären. Einmal hinsichtlich der Nachverfolgung, hinsichtlich der Bedrohungssituation, aber natürlich auch für die Reputation, für das Vertrauen einer so großen Einrichtung, der eben Besucherinnen und Besucher ihre persönlichen Daten auch anvertrauen, eine absolute Katastrophe. Aber an der Stelle konnten wir aufgrund der forensischen Untersuchungen relativ schnell erkennen, dass das Angriffsszenario ein anderes gewesen ist. Also eine Sperrung, eine Verschlüsselung von Daten und kein Datenklau. Natürlich war das Interesse im Land groß. Überhaupt das erste Mal, dass in Baden-Württemberg ein Angriff auf eine staatliche Einrichtung in dieser Form so bekannt und rufbar geworden ist. Wir haben den Rechtsträger informiert, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Verwaltungsratsmitglieder, Politiker, das Innenministerium. Das ist eine Aufgabe, die ich persönlich ausschließlich übernommen habe. In der Krise ist klare und eindeutige Kommunikation essentiell und das darf nicht kakophon sich gestalten. Wir haben mit unseren Besucherinnen und Besuchern gesprochen, natürlich auch mit der Presse, weil dann natürlich relativ schnell spekuliert wurde, sind etwaige Besucherdaten erfasst worden, sind die abgängig. Da gibt es eine große Sensibilität, zumindest hier bei uns in Baden-Württemberg, was die Datensicherheit und den Datenschutz betrifft. Insofern kamen von dort auch Anfragen, Besucherinnen und Besucher, die sich bei uns gemeldet haben. Das konnten wir aber relativ schnell und sehr glaubhaft, glaubwürdig auch vermitteln, dass die nicht der Fall ist. Und dann haben wir natürlich auch noch Lieferanten, die wir informieren mussten. Wir sind zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen, unsere üblichen Zahlungsläufe durchzuführen. Das hat dann zu Mahnungen geführt, Zahlungsverzögerungen und in dem einen oder anderen Fall drohten uns auch die Lieferungen eingestellt zu werden, weil wir einfach unseren Verpflichtungen, das sind ja viele Buchungssätze, die jeden Tag automatisiert hier durch unsere Systeme laufen, digital gesteuert, dass wir denen nicht nachkommen konnten. Also wir hatten eine ganze Reihe von Zielrichtungen und Adressaten für unsere Kommunikation. Vielleicht mit Blick auf die Zeit, was wichtig ist zu erwähnen. Und wir haben in der Situation gezielt informiert, wir haben gezielt nach außen informiert, gezielt nach innen informiert, wir haben Strukturen geschaffen.
Es gab auch die Notwendigkeit, Prozesse aufrechtzuerhalten, ohne in eine betriebliche Diskontinuität zu fallen. Wir werden wie eine große Kapitalgesellschaft jedes Jahr von einem Wirtschaftsprüfer unter die Lupe genommen, unsere Buchführung, unsere betriebliche Führung. Das heißt, wir mussten relativ schnell die buchhalterischen Prozesse analog organisieren. Das sah dann so aus, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Buchhaltung zu zweit und mit großen Aktenmappen durch die einzelnen Abteilungen gefahren sind, um einfach die Rechnungen, die ansonsten digital hin und her geschickt werden in den Abteilungen, von Hand jeweils zeichnen zu lassen, auf sachliche und rechnerische Richtigkeit. Wir mussten sicherstellen, dass wir hier keine Datenbestände haben, die verloren gehen, sodass die betriebliche Kontinuität auf unserem Bilanzstichtag nicht mehr gewährleistet gewähren soll. Und das erfordert einfach auch ein Wissen um die analogen Prozesse, die hinter einer solchen Digitalisierung stecken. Besonders lustig war es dann im Kartenverkauf. Der Kartenverkauf arbeitet ja sehr stark auf einer digitalen Basis und mit der entsprechenden Software dort hinter. Wir haben zum Glück noch im Hause Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur die Oberflächen anwenden können, sondern die auch die Systematik dahinter verstehen. Und deshalb waren die Kolleginnen und Kollegen in der Lage, tatsächlich eben auch von Hand Karten zu verkaufen. Wir haben dann einfach Plätze ohne Nummerierung ausgegeben, Höchstzahlen, haben das über Listen organisiert, haben das teilweise mit Bleistift dann abgezeichnet und sind so in die Lage gekommen, tatsächlich am vierten Tag schon wieder online zu gehen und mit unseren Besucherinnen und Besuchern dann wieder kommunizieren zu können. Es ist keine einzige Vorstellung ausgefallen. Ab dem vierten Tag waren die Systeme so redundant wiederhergestellt, dass wir kommunizieren konnten, dann priorisiert hochgefahren sind. Natürlich war ganz wichtig die interne Kommunikation über E-Mail, dann die E-Mail-Kommunikation nach außen, aber vor allen Dingen auch die Erreichbarkeit der Staatstheater als Betrieb für die Besucherinnen und Besucher durch den Kartenverkauf. Und vielleicht nur noch mal eine Illustration dieser Situation. Die Pressemeldungen, die wir verschickt haben in der Situation, um zu informieren darüber, dass wir gerade nicht erreichbar sind, das mussten wir durch die Amtshilfe des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst tun und tätigen, weil bei uns im Haus gar nichts mehr funktioniert hat. Also insofern, die Abhängigkeiten sind groß, die Abhängigkeiten sind gewaltig. Trost im Ganzen für uns, unsere eigenen Schutzsysteme haben nicht versagt. Wir haben sehr viel investiert in den letzten Jahren, haben auch sehr hohe, auch die Ergonomie durchaus beeinflussende Sicherheitsmaßnahmen hier im Haus für die einzelnen Anwender geschaffen. Nicht immer nur zur Freude, weil das natürlich auch Einschränkungen bedeutet, teilweise in der Freiheit der Anwendungen, die sind aber akzeptiert. Darüber ist der Angriff nicht erfolgt. Es wurden keine Sicherheitssysteme bei uns überwunden. Der Hintergrund war derjenige, wir hatten eine neue Version unseres ERP-Systems angeschafft, hatten dem Dienstleister, dem Systemhaus, das uns dort betreut, weil einfach die Zugriffe zu häufig waren, eine Freischaltung gegeben. Dieser Dienstleister hatte also die Zugangsberechtigung und die Schlüssel bei uns und die wurden offensichtlich, so ist zumindest das Szenario, bei dem Dienstleister, den wir beauftragt hatten, der hatte das in einer Cloud abgespeichert, dort abgegriffen. Das heißt, wir sind der Beifang gewesen eines Angriffs, der eigentlich auf ein IT-Systemhaus zielte. Die hatten den Generalschlüssel, um auf diesen Testserver bei uns zu gelangen. Und so gestaltete sich der Angriff. Also ein Szenario, das denkbar kompliziert ist und ohne unglückliche Koinzidenzien gar nicht möglich gewesen wäre. Aber es hat sich genau so ereignet und wir werden versuchen, natürlich auch eine solche Lücke für die Zukunft dauerhaft zu schließen. Dankeschön. Vielen Dank, Marc-Oliver Hendricks, für die ehrliche und detaillierte Schilderung dieses Falls. Ist ja gut zu hören, dass Sie nur Beifang waren und nicht gezielt angegriffen wurden. Nur eine Frage angesichts der Zeit. Was würden Sie denn jeder Institution raten? Also wenn Sie einen Rat hätten, was sollten Sie umsetzen, von den richtigen Dienstleister auszuwählen? Ich glaube, aus der Situation, die wir hier erlebt haben, kann man keinen wirklichen Rat erteilen. Das ist das absolute Unglück im Unglück, das uns ereilt hat. Ich glaube, wenn man die Sicherheitsmaßnahmen,
die Standard heutzutage sind, also der BSI-Grundschutz, wenn man das umsetzt, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schult, dann hat man sehr viel erreicht. Es zeigt einfach nur, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt, selbst dann, wenn man nicht einmal selber gezielt Opfer eines Angriffes wird, sondern tatsächlich zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort in der falschen Cloud. Sehr schönes Schlusswort, vielen Dank. Schön auch zu hören, dass der Spirit im Haus weiter aufrechterhalten wurde, auch mit selbstgebackenem Kuchen. Das kann ja nie schaden. Sie dürfen sich jetzt, glaube ich, wegschalten oder werden aus dieser Konferenz rausgeschaltet. Wir werden jetzt nämlich für die nächste Session bzw. den nächsten Freiraum noch einen Überraschungsgast haben, und zwar Arne Vogelgesang von Internil, dem Verein zur Untersuchung sozialer Komposition e.V. Die haben sich beworben bei der Förderrichtlinie und werden eben auch in diesem Jahr gefördert mit dem Projekt Neue Bühnen in VR. Und das wird auch gleich in einem Freiraum demonstriert. Arne wird jetzt gleich zugeschaltet und das einmal erläutern, weil ich das in zwei Sätzen nicht so schnell hinbekomme. Jedenfalls wird es jetzt eine doch nicht mehr so lange Pause geben, weil wir etwas hängen in der Zeit, aber doch eine etwas längere Pause, ungefähr 20 Minuten. Hier geht es weiter in den Block 1 um 17.15 Uhr mit der Session von digitalen Zwillingen, Komplementärstrukturen und virtuellen Eigenwegen mit dem Deutschen Theater und Prater Digital. Jetzt kommt Arne dazu, beziehungsweise, ich dachte ein Wolf, aber es ist ein grünes Männchen. Erklär doch, was gleich im Freiraum passiert und wie man mitmachen kann. Bin ich da? Kann man mich hören? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bin ich verständlich? Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann mich nicht hören. Ja. Der Chat sagt, ich bin gut zu hören. Sehr gut. Hallo, gut. Viele Grüße. Ich bin hier im Black Hat in der oberen Etage, weil unten sind sehr viele Leute, die gerade schon mich aufgefordert haben, ihnen irgendetwas vorzuspielen. Aber auch hier oben gibt es eine kleine Bühne und eine kleine Bar. Man kann sich also ganz gut da aufhalten. Hier treffen wir uns so alle paar Wochen mal, wenn wir eine öffentliche Session haben, Highwinks, und gehen dann ein bisschen auf Tour mit der Förderung, die wir haben. Das ist jetzt kein Kunstprojekt, was wir machen, sondern eher so eine Art Forschungsprojekt für die Grundlagen von Kunst, speziell für die Grundlagen von Theater in VR. Und wir können jetzt in dem Sessionraum, in den wir gehen, das ist, glaube ich, Freiraum 4, uns mal anschauen, woran wir die letzten Wochen gebastelt haben, was speziell Rheuma angeht. Wer sich allgemeiner interessiert, wir haben eine Internetseite unreal.theater. Da gibt es Informationen darüber, wie man uns joinen kann. Wir haben heute Abend noch einen Stream um 21 Uhr für Twitch, wo wir ein paar mehr Leute treffen. Und wer dabei sein möchte in VR, dann freuen wir uns sehr gerne, wenn mehr Menschen da sind, weil das immer schön ist. Da ist man nicht so alleine. So, und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt rüber in diesen Freiraum, oder? Damit ihr hier sauber machen könnt in eurem Raum. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also wir lüften hier mal wieder und ihr wechselt rüber in den Freiraum. Um 17.15 Uhr geht es eben hier weiter im Block 2. Und hier in der Technologiestiftung haben wir auch drei VR-Brillen vor Ort. Also ich hoffe, dass sich einige Freiwillige finden. Esther und Tina sind noch da, Professor Dörr vielleicht, dass sie auch gleich, oder Birgit vom Deutschen Theater, die gleich vielleicht auch als Avatare dabei sind. Also alle wechseln jetzt bitte von diesem Block 2 rüber in den Freiraum 4. Und dort könnt ihr entweder zuschauen oder als Avatar sogar live dabei sein. Also bis gleich. Bis gleich. Einmal rüberhüpfen.